Schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wir sind wieder zurück in unserem Heli, nachdem wir im letzten Teil erfolgreich eine Hauptmission abgeschlossen haben, auch wenn Snake nicht danach aussieht. Ah, naja. Ja. Genau, ich habe offscreen mal ein paar Basisdinger mehr erforscht. Also wir haben jetzt eine Kommandoplattform, beziehungsweise schicken wir jetzt in den Bau und eine andere ist auch noch dabei. Das dauert aber halt, wie man sieht. Und wir machen jetzt eine Nebenmission und machen dann erst im nächsten Teil wahrscheinlich mit einer Hauptmission weiter. Was könnten wir denn mal tun? Den Materialcontainer können wir, glaube ich, immer noch nicht machen, weil uns dazu noch ein Gadget fehlt. Oder habe ich das mittlerweile schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann fangen wir erstmal mit was Einfachem an und machen mal die Minenräumung. Die habt ihr ja schon mal gesehen, aber die ist immer ja relativ entspannt und ja auch relativ simpel. Und da brauchen wir natürlich auch D-Dog für, weil ohne D-Dog ist diese Mission nicht machbar. Und da haben wir auch schon wieder einen tollen Fehler. Ich habe einen Raketenwerfer auf dem Rücken und im Menü steht, ich hätte jetzt das Scharfschützengewehr dabei. Aber es ist egal. Wir brauchen das Scharfschützengewehr sowieso nicht und den Raketenwerfer auch nicht. Aber wir hätten uns ruhig mal waschen können vor der Mission. Na gut, macht ja nichts. Ich musste mich gerade mal strecken. So, ja, Minenräumung. Ist ja eigentlich was ganz Einfaches. Haben wir schon mal gemacht. Ein Feld ist mit Minen übersät. Die müssen wir einfach nur auf jeglichst erdenkliche Art und Weise entfernen. Ob wir sie jetzt einfach abballern, entschärfen oder drüber laufen, ist uns völlig überlassen. Ich baller die immer ab. Es hat den Nachteil, dass sie natürlich gehört werden und irgendwann sind die Missionen auch so gemein platziert, dass direkt nebenan irgendwie ein Lager von den Feinden ist. Aber es ist mir eigentlich egal. Ja, und D-Dog darf dazu nicht fehlen, weil der spürt die Minen immer auf und markiert die auf unserer Karte. Was ja gut ist, weil ansonsten kann es passieren, dass man dann schon mal länger nach so einem Ding sucht. Die sind nie so wirklich gut versteckt, also so schwer versteckt, aber die sind halt sehr klein und fallen nur durch ein kleines rotes Lämpchen auf, was da so ein bisschen blinkt. Naja, aber wenn man D-Dog hat, klappt das ja alles. Es kann auch sein, dass das mit Quiet funktioniert, weil die hat auch eine Funktion zum Aufklären verschiedener Bereiche, aber da muss man, glaube ich, Glück haben, dass auch der Bereich dabei ist, den sie aufklären kann. Also ist D-Dog da eher der ideale Partner. Ich finde es auch schade, dass Quiet nicht das gleiche kann wie D-Dog. Dass Quiet nicht von weitem schon Ziele markieren kann. Weil dann würde ich öfter mal Quiet mitnehmen. Ich mach die meine Begleiter immer echt nach Fähigkeiten aus. Oder hat er auch schon die ersten paar markiert? Ich könnte auch mal wieder D-Horse mitnehmen. Das Problem ist aber, D-Horse kann ja nichts, außer dass es reiten. Dass man drauf reiten kann und es kann Kackhaufen werfen, auf denen dann Autos ausrutschen, ja, schon klar. Aber ja, das hilft mir jetzt nur weite Strecken zu überbringen. Man kann natürlich mitten in der Mission auch die Partner wechseln, man kann sich auch einen anderen Partner anfordern lassen, aber das dauert dann wieder und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ah, seht mal, das kleine verlassene. Ich glaube, da sind wir schon mal durchgelaufen. Und da habe ich direkt mal so ein paar andere Minen erblickt, die sich gar nicht so einfach treffen lassen. Hätten wir das Scharfschützengewehr vielleicht doch gebrauchen können. Naja. Und die ist mal kaputt. Dann brauchen wir die uns nachher nicht mehr zu manipulieren. Ah, ich habe doch das Scharfschützengewehr dabei. Ah. Okay, aber ich hatte noch den. Vielleicht ist es ja auch kein Fehler. Vielleicht hat er halt immer nur auf dem Rücken, was er als letzte in der Mission anhatte. Und es wird dann immer gewechselt. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Egal. Das, was im Menü eingestellt ist, zählt offenbar. So. Wie viele sind es denn noch? Gleich, wenn ich die nächste kaputt gemacht hat. 4 von 8. Okay, die Hälfte haben wir also. Okay, hier haben wir noch 3 Stück. Und dann dürfte das mit dieser Mission auch schon erledigt sein. Badabam. Ah.
Und das hat direkt die andere mit in den Tod gerissen quasi, weil das an den genannten Fässern stand. Ja, cool. Hätten wir das geschafft, haben wir sogar noch genügend Zeit für eine nächste Nebenmission. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal die Nebenmission ein bisschen runterschrauben, weil ihr habt jetzt schon so ziemlich fast alle Nebenmissionen so in den Varianten gesehen, wie es die es so gibt. Natürlich gibt es immer mal wieder so ein paar, die so ein bisschen außergewöhnlicher sind. Wenn es eine storybedingte Nebenmission zum Beispiel ist oder was ganz Neues ist, was erst durch die Story freigeschaltet wurde, dann zeige ich das natürlich. Aber ich glaube, in den nächsten Parts mache ich dann mal, also es dauert noch ein bisschen. Ich habe jetzt noch mehr im Voraus aufgenommen, aber ab demnächst werde ich dann wahrscheinlich die meisten Nebenmissionen dann nur noch offscreen machen und onscreen dann hauptsächlich Hauptmissionen. Weil davon gibt es ja auch mehr als genug. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller durch, weil wir sind jetzt schon bei Part, ich glaube, es ist Part 38 oder 39 müsste es, glaube ich, sein. Glaube ich. Und es ist schon echt heftig. Da habe ich manche Metal Gear Spiele schon durch. Naja, wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal so weiter für ein paar Parts und danach gucken wir mal, wie es läuft. Und da kann ich leider nicht hoch. Oh, das ist immer diese Scheiße mit diesen Felsgebieten. Ah, da geht es zum Glück hoch. Zum Glück. Gut, dann machen wir jetzt nochmal einen ordentlichen Sprint zum Heli. Das kostet ja auch immer noch so seine Zeit. Und dann gucken wir, was noch so auf dem Plan steht, was wir machen können. So. Dann komm. Okay. Gut, dann werden wir wieder im Heli. Und vielleicht sind wir auch wieder in der Luft. Hoffentlich. Irgendwann mal. Hush, hush, I do I. Die Musik, das war alles schon nicht schlecht von dem Spiel, muss man sagen. Was man so findet. Und dann sind wir wieder zurück. So, dann gucken wir direkt mal, damit wir keine Zeit verschwenden, was wir noch so haben. Das ist alles okay. Schwere Infanterie haben wir zweimal. Panzerfahrzeugeinheit haben wir zweimal. Rausholen des Waffenschmieds. Ja, komm, machen wir noch eine Panzerfahrzeugeinheit. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Oh, und direkt im Zielgebiet. Da nehmen wir dann aber auch nicht D-Doc mit, weil der kann es da nicht so weit helfen, sondern mal Quiet. Die kann zumindest dann mal die feindlichen Begleiter von der Panzerfahrzeugeinheit ausschalten. Und wir nehmen diesmal auf jeden Fall unseren Raketenwerfer mit. Ist, glaube ich, relativ sinnvoll. Und dann geht's los. Yay, und da sind wir und haben direkt einen schönen Anblick vor uns. Allein deswegen lohnt es sich doch, Quiet mitzunehmen. Naja. Okay. So, dann gucken wir mal, wie nützlich uns Quiet auch sein kann. Ich nehme direkt mal das Geschütz hier in die Hand, weil es kann öfters mal sein, dass man direkt auf einen feindlichen Heli trifft in so einem Gebiet oder direkt auf einen Panzer, aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Problem ist jetzt nur, weil wir Quiet dabei haben, sie kann uns halt die Ziele nicht markieren. Da sitzt sie aber und wartet auf Befehle. Und lange Zeit wusste ich nicht, was man mit ihr so machen kann, aber hier hat sie zum Beispiel die Funktion Aufklärung. Da kann man halt auf die blinkenden Punkte, kann man sie drauf ansetzen und dann düst sie los, wie man jetzt gleich sieht. Zack. Und setzt sich da irgendwo auf einen Hügel und inspiziert die Lage und markiert dann gewisse Leute halt auf der Karte. Das ist ein bisschen umständlicher als bei D-Doc und auch nicht ganz so gut gelöst. Aber immerhin kann sie etwas. Ich wusste früher auch nicht, dass man diese Schnellwahl auf der Karte machen kann, um auch den Hubschrauber zu rufen und so weiter, als ich damit angefangen habe zu spielen. Und das war halt so ein Problem. Und ich wusste dann auch lange Zeit nicht, dass man noch irgendwas mit Quiet anstellen kann. Dachte, die ist einfach nur da, weil sie agiert, sie macht eigentlich nichts von selber, außer man wird angegriffen und sie ist in der Nähe, dann kämpft sie mit einem und handelt auch von alleine. Sie kann allerdings auch
ein Ziel in die Lupe nehmen und dann kriegt man einen Funkspruch von ihr. Sie kann ja nicht reden, aber sie summt dann. Und dann weiß man, aha, sie hat gerade einen im Visier. Jetzt gerade hat sie uns im Visier gehabt, aber das macht sie nur, um uns zu beschützen. Und kann ihr dann auch sagen, Feuer. Und dann ballert sie ihn ab. Ich glaube, später mit erhöhter Freundschaft kann man dann auch noch so Sachen wie freies Feuern oder irgendwie sowas freischalten. Auf jeden Fall gibt es auch eine Mission, wo man Granaten mit ihr abschießen kann. Ah, und da haben wir auf jeden Fall 4 Leute und schon mal einen Panzer. Und wir haben einen Sandsturm, der uns vielleicht ganz gute Dienste erweist. Allerdings bin ich hier ein bisschen zu früh losgesprungen, sodass sie mich noch gesehen haben, aber egal. Wir machen mal diesmal Frontalangriff. Bam. Direkt 3 oder 4 Leute direkt auf einmal erledigt. Und der Panzer da hinten, den versuchen wir auch noch zu erwischen. Aber jetzt sehen wir leider gar nichts mehr. Deswegen versuche ich mal ein bisschen näher ranzugehen. Ja, er bewegt sich aber auch. Er scheint aber uns zu sehen, das ist ein Problem. Gut, warum ich das jetzt gerade mache, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich wollte ihn zu mir locken. Aber man sieht ihn gar nicht, ne? Obwohl er gar nicht so weit weg von uns ist. Deswegen müssen wir einfach mal so einen Schuss ins Blaue machen. Ja, das hat sich gut angehört. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja. Okay, ich glaube, das soll es auch gewesen sein. Ich höre dieses Pfitzeln wieder, der müsste gleich explodieren. Ja, bada bam. Sehr gut, da haben wir noch 2 Einheiten. Oh, und da kommt auch schon die 6. Ist nur ein billiger Soldat. Und da seht ihr jetzt mal, Quiet hat ihm ein Visier und bam. Ich erteile ihr den Feuerbefehl und sie macht's. So ist es halt cool. Aber das ist das Problem, dass sie so ein bisschen unflexibel ist. Finde ich. Wenn sie einem dauernd jetzt am Arsch kleben würde und irgendwie selbstständig Deckung sucht und man ihr dann von überall aus sagen könnte, hier baller den mal ab. Das wäre natürlich super. Ja, und den Typen hat sie, glaube ich, auch gerade im Visier gehabt. Allerdings steht er jetzt ziemlich blöd. Aber wir haben es geschafft. Hey, ist doch super. Gut, dann hätten wir das geschafft. Quiet war uns sogar eine einigermaßen große Hilfe. Und irgendwer ballert mit Mörsern auf uns. Aber egal. Wir haben unseren Heli gerufen. Der kommt jetzt auch. Quiet eilt auch schon zu uns zurück. Das sieht man an diesem weißen Symbol von den Diamond Dogs. Also ihre Position, auf der sie landen wird. Da, zack. Und jetzt sichert sie quasi so gesehen die Landezone. Ah, sie haben auch Quiet geballert mit den Mörsern. Deswegen treffen die ganzen Schläge da oben ein. Die raffen nicht, dass Quiet schon längst wieder weg ist. Ja, man kann auch mit Quiet reden, wie ich es gerade gesehen habe, über den Befehl, aber das bringt irgendwie nicht viel. Ich weiß nicht, was es für einen Sinn hat, weil sie kann halt nicht reden. Es hat bestimmt irgendeinen tieferen Sinn, vielleicht wenn sie verletzt ist oder so. Aber ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir das gemeistert. Dann steigen wir jetzt in den Heli. Quiet steigt nicht sofort direkt mit ein, sondern macht gleich einen tollen Move, sobald der Heli abhebt. Macht's dann, klong, und da steht sie ganz plötzlich. Hat sich da wieder mal hingemorpht. Die kann das ja irgendwie. Ja. War das eigentlich unsere erste aufgenommene Mission mit Quiet? Kann sein, oder? Ich meine, ich hätte mal offscreen vorher schon mal eine gespielt mit ihr, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war die erste, die wir jetzt aufgenommen haben. Boah, wieder ein Haufen Freiwilliger, aber interessiert ja keinen. Unsere Base ist eh schon voll. Yay, und da sind wir wieder zurück in unserem Heli. Haben die Mission relativ gut geschafft. Dann würde ich auch sagen, war es das auch für den Part. Weil für mehr Zeit, für was anderes bleibt jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ja, gucken wir uns nochmal Quiet an. Die sich wohl sehr dafür interessiert, wie dieses Ding fliegt. Ich glaube, mit zunehmender Freundschaft macht sie auch manchmal andere Sachen, wenn man sie anguckt. Und ja, ansonsten war es das für den Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann geht es weiter mit einer Hauptmission. Ja, also bis dann. Ciao.